Mode, die Art, sich zu kleiden, zu frisieren, sich nach außen zu geben, prägt die äußere Erscheinung von Menschen. Als Maßnahme der Körpergestaltung ist Mode, bewusst oder unbewusst, ein Mittel nonverbaler Kommunikation. Kleidung als pragmatischer Gebrauchsgegenstand oder wichtiger Bestandteil des Lebens? Wir haben uns umgehört. Wie wichtig ist den Salzburgern das Thema Mode? Mode ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig. Schon wichtig, ja, klar. Sehr wichtig. Ja, generell ist mir Mode eigentlich relativ egal. Ich finde, es muss mir selber gefallen, fertig, aus. Sonst, ich bin doch nicht so, dass ich sage, ich muss mit jedem Kleidungstrend mitgehen. Ein ganz großer Bestandteil eigentlich vom Leben. Sehr wichtig. Kommst du nackt auf die Welt und dann braucht man einfach was zum Anziehen, oder? Ich finde, jeder soll seinen eigenen Style haben. Und ja, jeder soll seinen eigenen Style haben. Jeder soll so individuell sein wie möglich. Deswegen gehe ich nicht nach dem, was modern ist. Der Effekt, dass gepflegte Kleidung den Träger einflussreicher, erfolgreicher und wichtiger erscheinen lässt, scheint zeitlos und noch heute aktuell zu sein. Was ist dran an dem Spruch, Kleider machen Leute? Ja, das stimmt leider Gottes. Ist zwar ein bisschen oberflächlich, aber es stimmt. Ja, das ist richtig. Kleider machen Leute, finde ich nicht. Nein, ist nicht so. Jeder soll das tragen, was er will, beziehungsweise auf das er Wert legt. Aber dass Kleider Leute machen, ist nicht. Das stimmt allerdings, ja. Also der erste Eindruck macht schon sehr viel aus. Ja, auf jeden Fall zu einem gewissen Prozentsatz schon, aber nicht, dass ich sage, boah, unbedingt jeder Modetrend muss mitgemacht werden. Ich finde, es gibt so viele verschiedene Trends. Trendwörter, ich weiß nicht, wenn man auch bei Frisuren schaut, da ist es das immer, dass jeder Mensch seine eigene Frisur hat und das ist trotzdem irgendwo ein cooler Typ und da passt dann noch alles zusammen irgendwo. Ich glaube nicht, dass er da alles irgendwo stimmigst abstimmen muss. Salopp einfach anzogen, wirkt nie so, als wie wenn wer gedressed einfach angezogen ist. Kommt einfach viel besser, oder?